Warum sind Sie nicht Held gewesen damals, unter Hitler? Warum sind Sie es heute nicht, unter Stalin? Dafür könnte ich Sie bringen vor Tribunal. Sie kennen Verbot, für deutsche Ärzte Operation zu machen. Ja. Sie haben gewusst, Befehl von Kapitän Kasalinskaj, warten, bis neuer Distriktsarzt kommt. Bis dahin wäre der Mann gestorben. Gratuliere. Die Krise ist überstanden. Er hat Glück gehabt. Der Arzt von Stalingrad. Ein großes Buch. Ein großer Film. Mit Eva Bartok, Hannes Messemer, Mario Adorf, Walter Reier und vielen anderen. Wir brauchen Sie, den Spezialist. Wir brauchen Sie für ein Kind. Wir sind für die anderen da, aber nicht die anderen für uns. Und deshalb werden sich diese Frau aus dem Kopf schlagen. Warum? Warum? Weil sie sich und alle anderen in Gefahr bringen. Alexandra. Einer ist hier drin in der Barke. Der Kommandant Dur. Wissen Sie jedes Wort, was hier gesprochen wird? Wenn wir den erwischen, schlag mir tot. Du, kennen Pläne? Du. Der nix gut. Du sprechen? Der Kommandant Dur. Besser. Mal auf! Mitreißend. Aufwühlend. Erschütternd. Einer der besten deutschen Nachkriegsfilme, international ausgezeichnet, voller Spannung und mit einer Aussage, die heute noch genauso gültig ist. Ich glaube, das Menschen wirklicher wurde getan. Hoffen wir es. So, komm. Jetzt lehn dich schön an, hier ganz ruhig, so. Jetzt gib mir mal die Hand. Schade, dass du mich nicht verstehen kannst. Ich habe dir nämlich so viel zu sagen. Und nicht nur ich, sondern alle die anderen, die da draußen so aufgeregt hin und her laufen. Die fahren nach Hause. Und das haben sie dir zu verdanken. Der Arzt von Stalingrad. Ein Denkmal für die Millionen, die jahrelang hinter Stacheldraht leben mussten. Eine Mahnung für die Jugend, mit Menschlichkeit das Unmenschliche zu besiegen. Ein Film von Gesa von Radwani. Der Arzt von Stalingrad. Ein Erlebnis, dem sich niemand entziehen kann.